Ihr Lieben, es ist endlich soweit. Das erste Kinderzimmer ist fertig. Es hat gedauert nach dem Umzug. Eigentlich dachte ich ja, ich mache die Kinderzimmer auf jeden Fall zuerst. Allerdings wollte ich da dann doch mit Ruhe und viel Liebe dran gehen. Und ich finde, es hat sich gelohnt. Also mein Geschmack hat es auf jeden Fall getroffen und sämtliche Wünsche von Lia sind erfüllt, sodass ich super zufrieden mit dem Ergebnis bin und euch an der genauen Umsetzung und den vielen Ideen hier im neuen Zimmer selbstverständlich teilhaben lasse. Vielleicht motiviert es ja den einen oder anderen sogar auch so ein bisschen am eigenen Kinderzimmer rumzuwerkeln. Ich wünsche auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Video und vielleicht beim Selbermachen. Ich fange mal an mit Lias Wünschen, denn natürlich habe ich sie gefragt, wie sie sich ihr neues Zimmer denn vorstellt. Und da kam so einiges, das ich als Grundlage nehmen konnte. Lia hat sich ihr Zimmer pink vorgestellt, mit bunten Zuckerstreuseln an der Wand und einem Regenbogen oder einer Krone auf der gegenüberliegenden Seite. Sie wollte vom Bett aus in ein Bällebad springen können und einen Tisch haben, an dem sie malen, basteln und kneten kann. Dann kam natürlich mein Interesse noch dazu und das war, so viele von den Möbeln zu nutzen, wie wir schon hatten und möglichst viel Stauraum zu schaffen, um für alle Spielzeuge, Bastelmaterialien, Kuscheltiere und so weiter wirklich einen eigenen Platz im Zimmer zu haben, damit man die Ordnung im Zimmer auch dauerhaft halten kann. Ich habe mir dafür vom Mamiblock Shop auch neue Ordnungssticker gewünscht, die wirklich einheitlich in der Farbe sind, damit man viel im Zimmer auch kindgerecht beschriften kann, ohne dass es jetzt irgendwie zu unruhig wirkt. Und die haben wir jetzt erstmal für Kleidung in einer Jung- und einer Mädchenvariante und für Bastelmaterialien erstellt. Das fand ich am wichtigsten, das kann man auch am besten ordnen. Und ich finde, die sind schlicht geworden, schick und übersichtlich, können an sämtliche Möbelstücke geklebt werden und alle wissen, wo was hingehört. Also ich finde, sie sind perfekt geworden. Und falls ihr euch auch mehr Ordnung in euren Kinderzimmern wünscht, dann könnt ihr die ab jetzt im Mamiblock-Shop bekommen. Aber wir starten einmal ganz von vorne. Los geht's erstmal mit den Wänden, dafür schaffen wir uns erstmal Platz. Im Zimmer stand jetzt schon so ein Billigregal, das habe ich später auf Kleinanzeigen verschenkt, das störte mich. Offene Regale wirken halt im Kinderzimmer irgendwie immer unordentlich, auch wenn Lia grundsätzlich sehr ordentlich ist und ihren Kleinkram akkurat darin unterbringt. Ich brauche aber immer möglichst viel hinter Türen, in Schubladen oder in Kisten, damit diese Ruhe da ist im Zimmer. In Kombi mit den Stickern finde ich das jetzt am allerbesten und es wirkt einfach immer ordentlich. Das große Kallax war auch schon drin, das stand früher in Köln bei uns im Wohnzimmer, das habe ich wieder aufgebaut und mit so ein paar Kisten noch ergänzt. Und die Trofastränke sind für mich der perfekte Kleiderschrank, die sollten auch unbedingt irgendwie untergebracht werden. Ja, Lias Pink wurde jetzt so ein Bärenfarbton, den ich selber auch totschick finde fürs Kinderzimmer. Ich habe jetzt da mal Bild abgeklebt. In meiner Vorstellung stand hier jetzt schon das Bällebad, das mit dem Bett ja verbunden sein sollte. Deshalb hatte ich die Länge schon und wollte diesen Bereich farblich abtrennen vom Rest des Zimmers. Zwei Bereiche waren mir jetzt aber noch ein bisschen zu langweilig. Deshalb sollte hier noch so ein kleiner Rest in der dritten Farbe gestrichen werden. Und jetzt entstand so eine Art Haus. Das gefällt mir jetzt zufällig echt gut. Passend zum Bärenton kommt ein Beige dazu. Das sieht so ein bisschen schlichter aus und ergänzt die dunklere Farbe ganz gut, finde ich. Und das kleine Dreieck wird jetzt noch rosa angemalt. Ja, und dann fehlen noch die gewünschten Zuckerstreusel. Da habe ich mir jetzt gar keinen Stress gemacht, nochmal zwei Mini-Farbtöpfchen besorgt und dann so in passenden Farben einfach Pinselstriche an die Wand gemalt. Und das sieht auch super aus. War mega einfach, der Kinderwunsch ist erfüllt, es ist farbenfroh, wirkt aber trotzdem nicht zu bunt, finde ich. Die Deckenlampe hier hing übrigens als erstes, die hat sich Lia selbst ausgesucht. Ist auch wieder von Lampenwelt, da bleibe ich dabei, die haben einfach echt die beste Auswahl. Also man kriegt jede Lampe, die individuell zu jedem Zimmer und zu jeder Einrichtung passt. Also wir haben von Anfang an alle Deckenlampen da bestellt. Für Lias Zimmer natürlich farblich passend im Einhornton. Im Fitnessraum hängt zum Beispiel so eine multifunktionelle, die auch mega reinpasst. Im Hauswirtschaftsraum eine ähnliche. Hier wollte ich aber passend zum Raum noch was Wärmeres, deshalb in Holzoptik. Schaut mir das vorher nachher, das wertet doch echt einfach jedes Zimmer total auf. Im Schlafzimmer auch super passend und im Esszimmer. Also egal, was man da für Vorstellungen hat. Bei Lampenwelt gibt es echt einfach alles, also kann ich nur empfehlen. So, als nächstes baue ich jetzt aber erstmal das Bett auf. Lia wollte ja vom Bett ins Bällebad springen können, deshalb müssen wir die Matratze ein bisschen anheben. Nicht zu hoch, sonst wird mir das zu gefährlich. Da war unser altes Bett aus Köln eigentlich perfekt. Das Untergestell hier hatte ich damals so bei Amazon gekauft. Ich habe es damals als Familienbett unter Konstruktion schon genommen, dann später verkleinert, dann hatten wir es als Elternbett und jetzt ist es Lias. Also das war tatsächlich auch mal ein ganz guter Kauf damals. So, jetzt wird auf jeden Fall alles bezogen und schön gemacht. Parallel arbeite ich schon am Bällebad, aber ich bleibe jetzt hier erstmal beim Bett für die bessere Übersicht im Video. Passend in den Zimmerfarben habe ich erstmal Kissenbezüge bestellt und musste dringend auch wieder in meinem Lieblingsdeckenladen zuschlagen. Ich glaube, es gab noch keinen
Room-Makeover ohne neue Stoffdecke. Ist aber auch so ein toller Laden, kann ich auch nur immer wieder empfehlen. Wir alle lieben diese Kuscheldecken. Ich finde auch optisch, sie wertet das ganze Zimmer auf, bringt Gemütlichkeit, Persönlichkeit und Farbe rein, findet ihr nicht? Und die sind so kuschelweich. Die Kinder tragen die auch im ganzen Haus rum, um sich überall damit einzukuscheln. Also zum Beispiel auf der Couch. Im Wohnzimmer werden darauf Picknicks veranstaltet oder mobile Lese-, Kuschel- und Spielbereiche geschaffen. So viele Höhlen wurden damit schon gebaut und als Krabbeldecke für Babybesuch halten sie auch immer wieder her. Ach, sogar im Garten und auf der Terrasse sind die schon regelmäßig gelandet. Also für mich kann davon immer mal wieder eine neue einziehen. Auch wenn sie pflegeleicht sind. Also die lassen sich sogar super waschen und man hat echt lange was davon. Aber wie auch immer, ich hoffe, der Laden wird uns immer erhalten bleiben. Hier seht ihr auf jeden Fall noch die Bettseitenwand. Die hatte ich im früheren Zimmer in Köln auch schon so an der Wand. Fand es gut und wollte das wieder so. Die macht halt gemütlicher und rundet den Schlafbereich nochmal so ein bisschen ab. Ich habe dafür einfach so ein 2 Meter Holzbrett mit 2 Dübeln in der Wand befestigt, dann so kleine Schraubösen eingedreht und unser ganz altes Babynestchen noch dran befestigt. Ja, dann hatte ich noch Gardinen da aufgehangen. Das versteckt auch nochmal die Gemütlichkeit, ohne jetzt einen besonderen Zweck zu erfüllen. Hier ist nämlich eh schon Rollo zum Abdunkeln. Ja, und dann finde ich hier in der Lücke hat es noch nach einer Bettschlange geschrien. Die habe ich jetzt ganz am Ende dann auch noch echt nachbestellt und finde den Schlafbereich jetzt aber genauso richtig gemütlich. So, dann kommt der Regenbogen, den Lia sich gewünscht hat. Sie meinte Regenbogen oder Krone. Mit einer Krone hätte man es eigentlich auch machen können. Hier gibt es natürlich auch schon fertige Wandtattoos zu kaufen, aber ich dachte so selber an die Wand gemalt, das sieht auch cool aus und ich hatte eh noch genug Farben, deshalb habe ich das so gemacht. Verbinden wollte ich das jetzt noch mit Regalen, weil ich die Wand noch ein bisschen zu langweilig fand und wir auch vom Bett aus Lias Lieblingsbücher zum Beispiel so dann immer griffbereit haben. Und da fand ich 2 von diesen IKEA-Bilderleisten eigentlich perfekt, weil die nicht so tief sind und dadurch nicht stören, wenn man auf dem Bett liegt und gleichzeitig aber viel Platz da ist für Bücher, Nachtlampe, Wasserflasche und so weiter. Also kann super als Ablage dienen. Und es sieht auch super süß aus. Also Lia war wieder sehr zufrieden und hat direkt bestückt. So, dann nochmal ein Stück zurück zum Bau des Bällebads. Die Kinder haben das Bällebad aus Köln doch so stark vermisst, dass ich bei der Idee eigentlich direkt dabei war. Auch wenn ich so ein bisschen dachte, oh Gott, was mache ich denn mit den Bällen, wenn sie das hier nicht mehr haben möchte? Aber die lassen sich tatsächlich auf Kleinanzeigen ja auch super gebraucht verkaufen und ein Kindertraum bleibt ein Kindertraum. Deshalb wollte ich das umsetzen. Also hier passten jetzt die Trofast-Regale zufällig perfekt rein. Sonst hätte ich einfach mit 2 Brettern noch abgeblendet, aber umso besser, den Schritt konnte ich mir sparen. Das war so eine Millimeter-Sache, dass sie jetzt richtig fest auf Spannung sitzen. Ich habe sie nur noch ineinander verschraubt. Das ist tatsächlich auch so vorgesehen. Hier gibt es schon so kleine Vorbohrungen. Das wusste ich vorher gar nicht. Und mit einem Winkel habe ich dann nochmal am Bett befestigt. Und das sitzt jetzt bombenfest, verrutscht keinen Millimeter. So, als nächstes kommen hier noch Rückwände. Die polstern alles so ein bisschen aus, dachte ich. Die habe ich genauso wie die Bettseitenwand in die Wände gedübelt und mit selbstklebenden Klettstreifen noch Kissen dran befestigt. Das hält an Textilien leider nicht wirklich gut. Also die sind eigentlich, war es klar, wieder abgefallen. Und ich bin halt der totale Nemophil. Deshalb habe ich hier auf die Methode Kleben statt Nähen zurückgegriffen. Und jetzt hält alles super und kann theoretisch auch so abgenommen und gewaschen werden, wenn es mal nötig sein sollte. So, das Bällebad muss jetzt natürlich noch ausgekleidet werden. Für die Trofast-Regale reicht jetzt hier so eine dünne Schrankrückwand aus. Die habe ich nur zuschneiden lassen und dann angetackert. Und mit einem dickeren Regalbrett verkleide ich jetzt die Bettseite. Hier dürfen natürlich keine Bälle drunter rollen, deshalb wird sie noch mit Winkeln am Bett befestigt. Und ja, dann ist das Grundgerüst fertig. War doch einfach. Und dann war mir das aber noch ein bisschen zu viel Raum und Stauraum ist ja auch immer gut. Ein Platz für die ganzen Kuscheltiere zum Beispiel, habe ich gedacht, wäre hier praktisch. Die können sich nämlich theoretisch auch zu den Bällen mal gesellen. Das würde keinen groß stören. Da habe ich dann kurzerhand aus einem 3er-Kallax-Regal noch eine Truhe gebastelt. Also ein Regalbrett aus dem Baumarkt besorgt, mit Scharnieren am liegenden Regal befestigt und dann so einen weichen Kantenschutz angebracht. Der ist natürlich super wichtig hier. Da darf natürlich keine scharfe Ecke sein. Und diesen Schutz hatte ich schon mal. Der ist super. Der klebt halt von selber. Ist einfach anzubringen und die Ecken und Kanten werden wirklich ganz weich abgedämpft, sodass da wirklich keine Verletzungsgefahr besteht. Und das Feld kam auf, das fand ich auch gut. Ja, dann hatte ich noch so weiche Puzzleplatten aus dem Fitnessraum übrig. Den haben wir mit denen auch ausgekleidet und von unserem alten Spielkeller in Köln weiß ich noch, dass die wirklich praktisch sind zum Spielen. Also die sind weich und so ein bisschen wärmend und schalldämmend so ein bisschen. Also als Untergrund hier super geeignet und auch halt leicht und schnell verlegt. Also rein damit und das Bällebad nimmt schon wieder ein bisschen mehr Gestalt an. Fehlt eigentlich nur noch Licht, um es noch ein bisschen schöner zu machen. Dafür habe ich so ein selbstklebendes Lichtband im Baumarkt besorgt, das hier doch echt so ein schönes Unterlicht an den Seitenwänden abgibt, finde ich. Den Lichtschalter habe ich an der Rückseite der Kallax-Kiste befestigt. Ja, und fertig ist das schicke Bällebad. Nur die Bälle fehlen noch. Achtung, fertig, los. Klar wollte Lia auch noch. Und dann kann reingesprungen und abgetaucht werden. Cool, also ich finde es toll und die Kinder, na klar, da muss ich nichts zu sagen.
Gut, damit hatten wir jetzt die Hälfte des Zimmers eigentlich fertig und ich schwenke die Kamera mal in den noch übrig gebliebenen Bereich. Für meine Bastelmaus musste jetzt noch irgendein Tisch her. Viel Platz ist allerdings nicht mehr übrig. Das Kallax hat mir jetzt die Tiefe vorgegeben. Mit 42 cm nicht wirklich viel, aber es reicht aus. Also zum Basteln, Kneten, Malen und Spielen, das klappt. Ist jetzt ein bisschen höher der Tisch geworden, aber sie kriegt hier den Stuhl, den sie verstellen kann. Also auch für Lia ist das hier praktisch. Ich habe das Kallax jetzt deswegen einfach nochmal erweitert und einen Übereck-Tisch aufgebaut. Der besteht jetzt aus zwei Zweier-Kallax-Regalen als Aufbewahrungsfüßen sozusagen und einem Tischbein, das in der Höhe verstellbar und genau anpassbar ist, gibt es auch bei IKEA für kleines Geld. Die Regalbretter sind zwar relativ dünn, aber waren in den Maßen das absolut preiswerteste, das ich im Baumarkt gefunden habe und ich finde, das sieht ganz gut aus und reicht erstmal. Ein schöner, flauschiger Teppich kommt jetzt auch noch unter den Tisch. Ich dachte, ach, das eignet sich hier eigentlich perfekt zum Höhlenbauen total gut. Das machen meine Kinder, ja, oder welche Kinder nicht, aber meine machen das auf jeden Fall super gerne. Weil hier sind ja schon zwei Flächen und drei Ecken da. Da muss man eigentlich nur noch mit einer ergänzen. Und deshalb habe ich nochmal so ein LED-Band unter dem Tisch angebracht. Dann kann sie sich da mit ihrer Kuscheldecke zur Höhle umbauen und sich da drin gemütlich machen. Sich verstecken oder so. Also was Kinder eben gerne machen. Die Kallax-Regale, ich finde die fürs Kinderzimmer tatsächlich mega praktisch. Ich glaube, das merkt ihr wohl schon. Allerdings muss ich die auch wirklich immer noch mit Einsätzen auskleiden, weil mir diese großen Fächer offen gar nicht gefallen. Also ähnlich wie das Billy-Regal. Ist am Ende nicht ganz günstig, muss ich mal sagen. Aber es ist ja für längere Zeit gedacht. Und deshalb werden auch die hier jetzt noch mit Schubladen einsetzen. Bestückt. Dann fand ich, hier macht sich auch ein Spiegel total gut. Erstmal wirkt der Raum vergrößernd, aber zusätzlich hat sie jetzt hier so einen richtig kleinen, begehbaren Kleiderschrank und kann dank der Ordnungssticker selbstständig ihre Sachen holen und wieder reinpacken, ohne dass eben viel durcheinander kommt. So, dann habe ich hier am Bastelaufbewahrungstisch, sage ich mal, die Rückwände noch angebracht. Als so eine Art lange, multifunktionale Pinnwand, habe ich gedacht. Weil in die Wand möchte ich jetzt nicht so viel Nägel hauen oder Schrauben reindrehen oder Sachen ankleben, weil dann auch Farbe wieder abblättert, wenn man das abmacht. Und die kann man hier jetzt einfach mit zwei Schrauben in die Wand dübeln jeweils. Unten habe ich sie nochmal angenagelt, damit das unten nicht nach vorne kommt. Ja, und jetzt kann man da halt sehr praktisch alles Mögliche aufhängen. Also hier halten Nägel super drin oder man klebt die Sachen an. Beides kann man schnell und gut an der Rückwand dann wieder abnehmen und mal austauschen, wenn man möchte. Und das finde ich super. Um hier auch ein paar Beispiele zu zeigen, wir haben hier jetzt Lias Wochenplaner zu hängen. Den zeige ich euch auch gerne nochmal genauer. Also die Rückwand ist ja jetzt neu und die ist echt toll geworden, beziehungsweise der ganze Wochenplaner ist toll, weil die Kinder bekommen damit einfach wirklich ein besseres Gefühl für Zeit, also sehen, was gestern, heute oder morgen passiert. Wir haben die Zeitspalte jetzt mit Absicht ein bisschen offener gelassen, weil Uhrzeiten bei kleineren Kindern vor allem keine große Rolle spielen, sie aber trotzdem ein Gefühl für den Ablauf des Tages bekommen. Die magnetische Rückwand lässt sich aber zusätzlich auch noch mit einem weißen abwischbaren Stift beschriften, falls man jetzt Uhrzeiten ergänzen möchte. Ja, mit den offenen Spalten und Magnetplättchen kann man jetzt die Tage der Woche mit Hobbys, Terminen, Verabredungen, Besuchen, Feiertagen und Geburtstagen füllen, aber auch Erinnerungen anpinnen, wie zum Beispiel, heute gibt es Taschengeld oder heute soll ich eine Tagesaufgabe erledigen oder übermorgen ist Papa-Tochter-Tag. Wir haben da wirklich an so alles gedacht. Ergänzen kann jeder noch mit den Downloads, die man sich ausdrucken, ausschneiden und auf die Lehrmagnete kleben kann. Und hier sind wirklich alle Kinderhobbys, die nicht jeder gebrauchen kann, drin. Speziellere Magneten, die nicht alle verwenden wollen und Doppelungen zum Beispiel, die man eventuell mehrfach in der Woche auch anpinnen möchte. Also so kann sich jeder zu den Basismagneten noch seine individuellen Magneten fertig machen. Und wenn jetzt was gar nicht dabei ist, wie bei uns gerade in unserer Woche, zeige ich mal beispielhaft, da fahren wir nämlich Freitagnachmittag nach Köln und bleiben bis Wochenende dort, weil wir zu einem Geburtstag gehen, dann kann man sich auch seine Lehrmagneten beschriften. Ich hole hier zum Beispiel an diesem Tag auch früher von der Kita ab, deshalb sitzt der Kita-Rucksack ein bisschen höher und Sonntag geht's nachmittags nach dem Spielen und Essen gehen wieder zurück nach Berlin. Einen Heute-Magneten gibt's auch, der kann angepinnt werden, wo er möchte, der dient den Kindern einfach nochmal ein bisschen mehr der Orientierung, wo wir also heute in der Woche sind. Ja, und wie gesagt, die Rückwand ist neu, ich finde sie toll, weil sie mehr Struktur gibt und das Planen auch nochmal so ein bisschen vereinfacht, aber der Kinderplaner kann auch auf einer normalen magnetischen Rückwand oder zum Beispiel am Kühlschrank genutzt werden. Ja, und so ein Wochenplaner ist für Kinder wirklich was Großartiges, finde ich, deswegen rede ich hier so lange darüber. Also der gibt wirklich einen gewissen Rahmen und sie müssen nicht immer nachfragen, wann was stattfindet und wie lange sie noch schlafen müssen, sondern können es halt selbstständig ablesen und sich auf die eingeplanten Sachen freuen oder sich auch zum Beispiel auf Unangenehmes vorbereiten, wie beispielsweise den nächsten Impftermin oder so. Ja, und wo wir schon dabei sind, auch für unsere Routinemagneten haben wir noch eine passende Rückwand gestaltet, die ich genauso praktisch finde. Also hier können jetzt die 5 wichtigsten Dinge, die das Kind selbstständig am Morgen erledigen soll, angepinnt werden und dann von unerledigt auf erledigt geschoben werden. Und so eine Routine vorzugeben, macht auch total viel Sinn, denn die Aufgaben spielen sich wirklich schnell ein und die Morgen- bzw. Abendroutine läuft auch für uns Eltern viel geschmeidiger ab. Und Lia liebt es sowieso, ihre Magneten zu verrutschen und ihre Liste abzuarbeiten. Da
Dazwischen hängt jetzt noch einer von diesen coolen Bilderrahmen, den man von vorne öffnen kann, um seine Kunstwerke schnell mal auszutauschen. Das findet Lia halt mega. Sie hat bis jetzt ihr Tageskunstwerk immer so gern an den Kühlschrank gepinnt. Und das kann sie jetzt im eigenen Zimmer machen. Finde ich auch ein bisschen besser. Ja, und hier kommt jetzt noch eine Magnettafel und eine Pinnwand hin. Das ist aber nur ein Beispiel fürs Video hier. Das werde ich später noch austauschen. Hier kommt ihr Fotoerinnerungsrahmen aus Köln hin. Ja, aber ansonsten sind wir jetzt mit allem happy hier. Es ist dann alles gedacht, glaube ich, mit das sich Lia gerne beschäftigt. Und meine gewünschte Grundordnung ist auch da. Das heißt, man kann schnell und effektiv das Zimmer aufräumen, ohne dass auch Chaos in den Schubläden und Schränken herrscht. Hier seht ihr nochmal ein Vorher-Nachher. Und das war's mit dem Kinderzimmer. Ein zweites folgt. Zugleich, hoffe ich jedenfalls. Vermutlich dauert es aber auch wieder länger als gedacht. Mir fällt irgendwie immer öfter auf, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, wir sehen uns bald in einem meiner nächsten Videos wieder in den Herbstferien. Jetzt geht's für uns übrigens mit den Kindern nach Südafrika. Da nehme ich euch auch super gerne mit, wenn ihr das sehen wollt. Schreibt mir auf jeden Fall gern mal irgendwas in die Kommentare. Ich freue mich immer über eure Reaktionen. Und sonst sage ich nur noch, wie immer, tschüss und hoffentlich bis bald.